ob sie es mitgekriegt hat. Da habe ich mal die Abkürzung genommen und auf dem Schild hier steht, kann man das Schild sehen? Ich glaube ja. Nur noch 12 Kilometer. Die Abkürzung. Ja, wenn sie es rauskriegt, kann ich ein Rennen mitmachen. Nachdem die App installiert ist, begrüßt einen dann der Bildschirm, in dem man die verschiedenen Screens auswählen kann. Also mit den großen und den kleineren A's kann man sich die Schriftgröße aussuchen. Ja, und mit den Knöpfchen darüber. Nach seinen Vorlieben jetzt diese Statusleiste nach unten, zur Seite und so weiter aussuchen. Das kann man machen. Für jeden einzelnen Screen. Ja, manche Leute haben eine Herzrate drin, manche haben die Schrittzähler drin. Ich für meinen Fall, ich brauche einfach nur eine kleine Übersicht und eine große Karte. Alles andere ist mir auch zu frickelig auf dem kleinen Bildschirm von der Watch. Ja. Wie kriege ich jetzt meine Routen in die App rein? Also da bietet sich an, das mit Komoot zu machen. In Komoot kann man die GPX-Dateien direkt ins WorkOutdoor importieren. Dazu einfach auf GPX exportieren, Workout reinkopieren. Schon sind die Sachen drin. Ja. Oben erscheint dann die Wanderung. Die kann man beliebig ändern und mit Send to Watch auf die Watch machen. Jetzt hat man eine Kartenübersicht. Wenn man natürlich mehr haben möchte, ja, dann kann man die Karte, die auf die Watch geladen wird, vergrößern. Dazu einfach mit dem Finger auf den Bildschirm sich den beliebigen Ausschnitt aussuchen, markieren. Ja, und dann zur Watch senden. Falls einem das nicht reichen sollte, man meint, man müsste von der Route abweichen oder da ist noch ein Café, wo ich hin möchte und ich brauche eine größere Karte, einen größeren Kartenausschnitt, ja, dann genauso verfahren, die Punkte auf der Karte markieren und an die kleine Watch senden. Die Bedienung der App auf der Watch selber gestaltet sich relativ einfach. Bevor man navigieren kann, muss man sich eine Route auswählen. Dazu scrollt man auf dem Schirm ganz nach unten auf das Feld Settings. Über Settings gelange ich nun in das nächste Untermenü, um eine Route auszuwählen. Bei mir ist die Fläche in diesem Fall lila hinterlegt, Wanderung nach Hubertus. Um eine Route zu wählen, drücke ich dann im nächsten Menü auf Select oder Unselect Route. Interessant an diesem kleinen Schirm ist auch die kleine Schaltfläche Reverse. Die Taste Just a Map, not a Workout ist quasi selbsterklärend. Nachdem ich mir eine Route ausgesucht habe,
starte ich mit der Taste Hiking meine Wanderung und kann schön in meinem Screen meine aktuelle Position, meinen zurückgelegten Weg, aber auch die komplette Route sehen. Durch Scrollen an der Krone kann dann die Aussicht vergrößert oder verkleinert werden. Wie ich meine Wanderung dann beende, ist quasi wieder selbsterklärend. So Leute, die beste Wander-App schützt euch natürlich nicht davor, wenn ihr zu blöd seid, euch eine vernünftige Strecke rauszusuchen. Nicht so wie ich heute. 14 Kilometer. 14 Kilometer nur den Berg hoch. Mit Stücken drin wie 400 Höhenmeter auf 600 Längenmeter. Also in dem Sinne, Augen auf bei der Tourenwahl oder wie das so schön heißt.